In der Nähe von Madara kann ich endlich abschalten. Und das tut wirklich gut. Endlich muss ich mal nicht darüber nachdenken, was ich sage oder bei wem David gerade ist. Aber dann muss ich wieder zurück. Und das macht mir keinen Spaß. Am liebsten würde ich mich nur noch in mein Bett legen und mir die Decke über den Kopf ziehen. Es geht aber nicht nur mir so. Und mit einem Lächeln verabschiede ich mich von Madara und mache mich dann wieder auf den Weg zurück in den Maschinenraum. Ich sehe zu Thomas, der gerade meinen Job übernommen hat, und ruhig lächle ich ihn an und seufze dabei unbemerkt auf. Du kannst dich wieder hinlegen. Ich übernehme meinen Job schon wieder. Tut mir leid, dass ich mich so davon gemacht habe. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur ein paar Minuten frische Luft schnappen. Beruhigend sieht Thomas mich an. Ist schon gut. Ich habe schon mitbekommen, dass du ein paar Probleme hattest. Macht nichts, meint er lächelnd und gähnt dann leise. Mir tut Thomas am meisten leid, denn er muss unter dem ganzen Ärger leiden. Dabei hat er überhaupt nichts damit zu tun. Und dennoch ist er derjenige, der dauernd die Arbeit von mir und David übernehmen muss, nur weil wir mit unseren Hormonen nicht klarkommen. Seufzend fahre ich mir durch die Haare und klopfe Thomas sanft auf die Schulter, der sich verkrümelt und wieder in der Kabine verschwindet. Wo David wohl ist? Aber wieder bei diesem Hakko ist? Allein wenn ich daran denke, dreht sich mir der Magen um. Verdammt, was ist denn mit mir los? Warum fühle ich mich so wohl bei ihm und warum hasse ich es, wenn er sich mit anderen Männern abgibt? Ich begreife mich selbst nicht mehr. Kaum, dass Thomas weg ist, taucht David auch schon auf und mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt mit ihm umgehen soll. Ja, ich habe vielleicht überreagiert, aber ich war so wütend auf ihn. Jetzt sieht er mich schüchtern an und senkt seinen Blick. Wo warst du denn so lange? Flüstert er leise, und ich spüre, wie er mit den Tränen kämpft. Sofort schmelze ich wieder dahin, wie Eis in der Sommersonne. Wenn er so redet und ich spüre, wie mir das Herz zusammenkrampft, wird mir schlecht. Ich möchte ihn nur noch in den Arm nehmen. Ach, David, warum machst du uns nur so schwer? Seufzend fahre ich mir durch die Haare und lächle dann schwach. Ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich was getrunken habe. Wir haben uns einfach nur unterhalten, meine ich ruhig und spüre, wie David sich verkrampft. Und? Stehst du auf ihn? Knurrt er leise und blinzelnd sehe ich zu ihm. Skeptisch ziehe ich eine Augenbraue hoch und schüttle den Kopf. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich meine, du bist in der letzten Nacht mit einem komischen Kerl ins Bett gesprungen und jetzt willst du mir diesen Stempel aufdrücken? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich war einfach nur mit ihm was trinken und wir haben uns unterhalten. Ja, er ist nett, aber deswegen vögel ich nicht gleich mit dem Typen. Mein Blut kocht in meinen Adern und am liebsten würde ich irgendwas an die Wand schmeißen. Spinnt er denn? Erschrocken sieht David mich an und in seinen Augen schimmern Tränen. Er weiß wohl selbst nicht genau, was er eben sagen wollte, und auf einmal wirft er sich mir einfach nur schluchzend in die Arme. Perplex fange ich ihn auf und werde dabei rot um die Nase. Verdammt, er kann so süß sein. Aber warum weint er auf einmal? War ich zu hart zu ihm? David klammert sich an mich und ich streichle sanft durch seine Haare und schließe meine Augen. Ich kann ihm nicht böse sein, egal wie sehr ich das auch möchte. Eigentlich hätte ich ihn an die Wand werfen wollen, aber wenn er so weint und sich an mich drückt, kann ich gar nicht mehr wütend sein. David schluchzt und verschluckt sich beinahe in seinen eigenen Tränen. Sanft streichle ich über seine Wangen und kann dann einfach nicht anders. Ich lege meine Lippen auf seine und stoppe so den Fluss seiner Tränen. Erstarrt sieht er mich an, wird dann aber lockerer und krallt sich fester an mich. Er erwidert meinen Kuss. In mir bricht etwas auf. Es ist wie ein Damm, der auf einmal zerbricht und eine Flut in mich hineinströmen lässt. Ich weiß nicht, was es ist, was da in mir zerstört wird, was da in mir zerbricht. Aber es fühlt sich gut an. Beruhigend streichle ich durch diese weichen, blonden Haare und ich löse mich von seinen weichen Lippen. David sieht mich aus großen Augen an und schluckt dann. Sasori? Glaubst du daran, dass Menschen, die sich in einem anderen Leben geliebt haben, aber nicht zusammen sein durften, sich in einem zweiten Leben wiederfinden können? Unvermittelt trifft mich seine Frage und ich sehe ihn schüchtern an. Woher soll ich das wissen? Aber wenn ich ihn so ansehe, dann muss ich an diesen Moment denken, wie er eiskalt in meinen Armen lag. Eiskalt und erfroren. Mitten im Atlantik. Im Rumpf der Titanic. Vor genau 100 Jahren.
David und ich, wir waren schon einmal hier. Dessen bin ich mir jetzt ganz sicher. Wenigstens kann ich ein paar Minuten Pause machen. Nach dem Mittagessen habe ich mir die Ruhe meiner Meinung nach auch verdient. Mein Bruder spricht seltsamerweise kein Wort mehr mit mir, auch wenn ich nicht sagen kann, was mit ihm los ist. Dabei würde mich schon interessieren, mit wem er sich so gestritten hat. Wenn er aber nicht mit mir spricht, dann kann ich ihn dazu nicht zwingen, egal wie sehr ich das auch tun würde. Als dann Arthur auf mich zukommt, rutscht mir das Herz in die Hose und schüchtern sehe ich ihn an. Was ist denn das nur? Immer wenn er da ist, fühle ich mich richtig hilflos. Hey, meine ich dann ruhig und lehne mich auf dem Stuhl zurück, auf dem ich sitze. An der Bar fühle ich mich schon wohler, muss ich zugeben. Ich nippe an meinem Wasser und Arthur setzt sich zu mir und bestellt sich eine Cola. Dein Bruder hat mit mir gesprochen, meint er unvermittelt und ich zucke zusammen. Was wollte Sasuke denn von ihm? Dabei habe ich ihm doch extra darum gebeten, sich von ihm fernzuhalten. Ist das denn wirklich so schwer? Ich verstehe nicht, warum sich mein Bruder immer gegen das stellen muss, was ich ihm sage. Seufzend fahre ich mir durch die Haare und nippe an meinem Wasser. Was ist denn los? Frage ich ruhig und sehe Arthur in die Augen. Es fällt mir schwer, nicht in seinen Augen zu ertrinken, mich einfach fallen zu lassen. Irgendwie würde ich ihm so gerne meine gesamte Last aufbürden, aber das ist nicht einfach für mich. Wie gern würde ich dem jungen Mann an meiner Seite, der doch jünger ist als ich, aber so viel sanfter und ruhiger als jeder Mann, den ich je getroffen habe, alles erzählen, was mit mir ist und warum ich immer so traurig bin. Mit ihm könnte ich bestimmt darüber reden. Aber irgendwie weigere ich mich im entscheidenden Moment doch, weil er mir fremd ist und weil ich ihn nicht kenne. Er ist mir fremd und kommt mir doch so bekannt vor. Dabei würde ich jemanden brauchen, bei dem ich mich fallen lassen könnte. Nun, was hat Sasuke dir so über mich erzählt? Ich meine, wenn er schon zu dir kommt, dann muss es ja wichtig gewesen sein, brummle ich leise, weil ich wütend auf meinen kleinen Bruder bin. Immer mischt er sich in mein Leben ein, und ich möchte wetten, dass er das Gleiche von mir denkt. Arthur seufzt leise und sieht mich aus einem so unglaublich sanften Blick an, dass mir die Knie schwach werden. Leise räuspere ich mich und muss mich konzentrieren, um nicht mit den Blicken dauernd an seinen weichen Lippen zu kleben. Das wäre nun wirklich zu blöd. Lächelnd senkt Arthur seinen Blick und ich sehe, wie er nach meiner Hand greifen will, im letzten Moment dann aber doch zurückzuckt. Er hat mir von deinen Problemen erzählt, dass du mal gespielt hast und süchtig warst und dass du Drogenprobleme hattest, flüstert er leise und ich zucke zusammen. Das ist ein Thema, auf das ich wirklich nicht gerne angesprochen werde. Es ist mir peinlich und es fühlt sich auch nicht gut an, denn es ist nicht nur eine Schwäche von mir, sondern ehrlich ein Problem, mit dem ich eigentlich abgeschlossen habe. Und? Ich habe eine Therapie gemacht und jetzt komme ich auch gut klar. Keine Ahnung, was Sasuke dir gesagt hat, aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Ich bin nicht mehr süchtig. Bestehe ich darauf. Ja, ich war ein Jahr lang in der Klinik wegen dem Mist, weil ich immer wieder rückfällig geworden bin. Aber das hat jetzt ein Ende und ich will wirklich nie wieder eine Spielkarte anfassen. Arthur lächelt und nickt dann. Das glaube ich dir, flüstert er leise und greift dann doch noch meine Hand. Bei der Berührung zucke ich zusammen und sehe ihn aus großen Augen an. Verdammt, was macht er nur mit mir? Warum fühle ich mich in seiner Nähe so schwach? Aber wenn etwas ist, dann kannst du immer zu mir kommen, ja? Rede lieber mit mir, als dass du wieder irgendwelche Drogen nimmst oder sowas. Ehrlich, ich will nicht, dass sowas nochmal passiert, nur weil du dich einsam fühlst. Du kannst auf mich als Freund zählen, okay? Ich bin ehrlich für dich da. Seine Worte hören sich wirklich unglaublich gut an. Es fühlt sich richtig an. Bei ihm fühle ich mich geborgen und sicher. Wie gern würde ich mich einfach nur in seine Arme sinken lassen und mich fest an ihn drücken. Was ist denn nur mit mir passiert? Und wann ist das passiert? Sanft drücke ich die Hand, mit der Arthur nach mir gegriffen hat, und ich versinke in seinen schönen Augen. Gib mich nie wieder her. Habe ich das irgendwann schon mal in meinem Leben gedacht? Nachdem ich Hinata beruhigt bekommen habe, mache ich mich wieder auf die Suche nach Robin. Und ich finde sie an einem Ort, wo ich wirklich nicht mit ihr gerechnet habe. Sie ist erst in der Bar und verschwindet dann mit einem recht schwächlich aussehenden Jüngling, wenn ich das mal so sagen darf. Also wie Arnold Schwarzenegger sieht er wirklich nicht aus. Aber was will Robin mit ihm? Und warum renne ich den beiden jetzt hinterher? Bin ich tatsächlich schon so tief gesunken, dass ich jetzt hinter der Frau, die ich liebe, hinterherrenne? Und habe ich mich so sehr in sie verliebt? Sonst würde ich doch nicht bei diesem Jungen vor Eifersucht platzen.
Selbst bei Anko habe ich mich nicht so eifersüchtig gefühlt wie bei diesem Idioten. Und warum guckt er auch noch so, als würde meine süße Robin ihn dazu zwingen, sich mit ihr zu treffen? Das macht er doch bestimmt mit Absicht. Bestimmt hat er sie in der Bar kennengelernt und dann dazu gezwungen oder sowas. Jeweils könnte ich mir das bei einem wie ihm durchaus vorstellen. Man weiß doch, wie diese Angestellten hier drauf sind. Und ich habe schon ein paar davon kennengelernt, die mir wirklich Schauer über den Rücken haben laufen lassen. Sie ist so süß und dann hängt sie so einem am Rockzipfel? Am liebsten würde ich einfach dazwischen gehen und ich koche vor Eifersucht. Ob ich einfach zu ihr gehen sollte und so tun sollte, als wäre ich durch Zufall da, oder würde sie mir das nicht glauben? Ich würde vermutlich total albern rüberkommen. Auf so einem Schiff läuft man sich aber unweigerlich über den Weg, wie ich finde. Darum sollte es nicht so albern rüberkommen, wie ich es mir gerade vorstelle. Aber ob sie mich gerade überhaupt sehen will? Nachher will sie mich gar nicht da haben und dann blamiere ich mich bis auf die Knochen. Verdammt, das will ich ja auch nicht. Schließlich will ich ihr nicht auf die Nerven gehen, wie manch andere Person. Und wie Anko will ich wirklich nicht enden. Es wäre mir viel zu unangenehm. Mit der soll sie mich auf keinen Fall vergleichen. Das will ich echt nicht. Was mache ich denn jetzt mit ihr? Gehe ich ihr hinterher und riskiere damit, dass sie mich für verrückt hält? Oder tue ich, als würde ich das alles nicht bemerken? Dann fangen die beiden aber auf einmal an, sich zu streiten, und der Junge schüttelt energisch den Kopf. Jetzt kann doch keiner mehr von mir erwarten, dass ich einfach nur zusehe. Nein, ich muss zu ihr und sie vor diesem seltsamen Kerl beschützen. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist und was er von meiner Robin will, aber mir reicht Anko als Konkurrenz vollkommen aus. Da werde ich nicht noch jemanden dulden. Entschlossen gehe ich zu den beiden und schlinge meine Arme von hinten um Robin herum und drücke sie an mich. Na, meine Kleine, wo warst du denn so lange? Dabei habe ich dich die ganze Zeit über gesucht, wispere ich leise und sehe sie sanft an. Robin zuckt zusammen, entspannt sich in meinen Armen, dann aber auch sehr schnell wieder. Erleichtert sieht sie mich an und scheinbar freut sie sich, dass ich nicht Anko bin. Es wäre ja dumm, wenn gerade diese jetzt hier auftauchen würde. Es ist alles gut, flüstert sie leise und ich frage mich, ob sie mich wirklich so schnell durchschauen kann. Es ist richtig peinlich und ruhig lasse ich sie los. Ich wollte euch nicht stören, aber ich habe dich hier gesehen und wollte gucken, wie es dir geht. Habt ihr euch gestritten? Der Junge schüttelt den Kopf und rauft sich die Haare. Nein, aber dieses Mädchen braucht dringend einen Arzt. Meiner Meinung nach hat sie nämlich ein Rad ab. Ich habe mir das lange genug angehört. Langsam bekomme ich davon Kopfschmerzen. Wirklich, ich habe keine Lust mehr. Mit diesen Worten wirbelt er herum und verschwindet einfach. Erstaunt sehe ich ihm nach und weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Was meint er denn damit? Und wenn er wüsste, dass ich wirklich Ärztin bin, würde er sich vermutlich nicht mal wundern oder sich vermutlich noch bestätigt fühlen. Was hat er denn? Frage ich leise und Robin schmiegt sich erschöpft an mich. Auf ihren Lippen liegt ein Lächeln, und ich muss noch immer daran denken, dass sie doch vor ein paar Stunden fiebernd in meinem Bett gelegen hat. Da soll es ihr schon wieder so gut gehen? Das kann ich gar nicht glauben. Sanft streiche ich über ihre Wange. Komm, setzen wir uns dort vorne in die Sonne und dann erzählst du mir mal, was überhaupt los ist. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Und das Verhalten von diesem Jungen will mir auch nicht aus dem Kopf gehen. Was sollte das denn? Und überhaupt, wer war das? Woher kennt Robin ihn? Und warum will ich das alles wissen? Nach langer Suche habe ich Jen endlich gefunden. Irgendwie hat mich alles wieder zu ihr gezogen. Und nach dem Mittagsgeschäft können wir uns ein wenig erholen. Ich habe sie mit diesem komischen Mann gesehen. So einem Blondschopf, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Das Mittagessen habe ich damit verbracht, die anderen anzuschreien. Immer in der Hoffnung, dass ich dadurch meinen Frust loswerden könnte. Wirklich geholfen hat es aber nicht. Schon ein wenig, aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Sauer bin ich nämlich immer noch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich muss wissen, was das für einer war und was Jen mit diesem Typen verbindet. Was ist das? Ich begreife das einfach nicht. Und warum bin ich so eifersüchtig? Am liebsten würde ich irgendwas zerschlagen. Aber das geht ja nicht. Obwohl mir erst schon ein Teller aus der Hand gefallen ist und das mit voller Absicht. Jetzt muss ich nur Jen suchen und die ist vollkommen in Gedanken versunken im Salon. Ruhig gehe ich zu ihr und setze mich neben sie. Am liebsten würde ich sie anschreien, aber das macht man ja bei einer Dame nicht. Mein süßes kleines Püppchen soll mir alleine gehören und niemandem sonst. Warum kann ich ihr das nicht einfach so sagen? Warum kann ich ihr nicht sagen, was ich für sie fühle und wie wichtig sie mir ist? Ich möchte, dass sie es weiß, aber im letzten Moment bin ich dann doch immer wieder zu feige und bringe kein Wort heraus. So wie jetzt. Jen mustert mich ein wenig und legt den Kopf schief. Ihre Blicke lassen mir heißen Schauer über den Rücken laufen. Und warum habe ich immer das Gefühl, als würde ich sie nackt vor mir sehen?
Gut, ich habe bestimmt keine Gefangenen gemacht, wenn es um die erotischen Dinge ging. Aber sie haben nie mein Denken beherrscht. Ich wusste schon immer, was ich wollte und habe mich nicht unbedingt auf das Körperliche reduzieren lassen. Bei Jen ist das anders. Immer wenn ich sie vor mir sehe, habe ich das Gefühl, als würde ich sie nackt sehen. Entschlossen schüttle ich den Kopf und ertrage ihre Anwesenheit eigentlich gar nicht. Was war das für ein Mann, mit dem du dich getroffen hast? Frage ich leise und weiß selbst, dass es mich überhaupt nichts angeht. Sie kann sich treffen, mit wem sie will, aber ich möchte es dennoch wissen. Ich will wissen, mit wem sie sich trifft und warum, auch wenn ich mir dabei total schäbig vorkomme. Jen mustert mich ein wenig und lächelt sanft. Ich kannte den Mann selbst nicht. Scheinbar ist er ein Gast der Titanic und er sprach mich wegen William an. Die beiden kennen sich wohl und er ist offenbar an Will interessiert. Jetzt soll ich Amor spielen, wenn man das so nennen kann. Sie muss leise lachen und dieser glockenhelle Klang lässt mir einen Schauer über den Rücken laufen. Immer wieder habe ich bei ihr das Gefühl, als würde ich den Verstand verlieren. So ein sanftes und zartes Wesen habe ich noch nie in meinem Leben getroffen und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich sie nie wieder hergeben muss. Sie ist ein wahrer Engel. Ich bin so froh, sie kennengelernt zu haben. Ich will sie nie wieder hergeben müssen. Jen sieht mich an und lächelt mich sanft an. Mich wundert es, dass du dich so sehr für mich interessierst, auch wenn es mich natürlich ehrt. Ich hoffe nur, dass ich dir damit keine Schwierigkeiten mache. Ach was. Ruhig winke ich ab und schmunzle dabei. Als wenn mir eine hübsche Frau wie du Schwierigkeiten machen würde, schnurre ich leise und schalte sofort wieder in diesen Katermodus. Auch wenn es albern ist, bei ihr werde ich einfach immer zum galanten Mann, der sie herumbekommen will. Meine Güte, ob das schon andere versucht haben? Bestimmt. Bei einer Frau wie ihr wären bestimmt reihenweise Männer schwach. Komisch, dass du dich so darauf eingelassen hast. Würdest du jedem helfen, der sich in deinen kleinen Freund verliebt? Ist er denn auch überhaupt schwul? Hattest du sowas nicht irgendwie mal erwähnt? Ich kann mich in Bezug auf diesen Idioten nicht an Dinge erinnern. Unwichtige Dinge werden von meinem Gehirn sofort ausgelöscht und gehen mich ja schließlich auch nichts weiter an. Immerhin muss ich filtern, was wichtig ist und was nicht. Und dieser William ist definitiv nicht wichtig, jedenfalls in meinen Augen. Jen seufzt leise. Ich weiß nicht, ob er auf Männer steht. Wenn ich ehrlich bin, dann hatte William noch nie eine Beziehung. Weder Mann noch Frau. Von daher kann ich das überhaupt nicht sagen, ob er nun schwul ist oder hetero oder sonst irgendwas. Das kann mir ja im Grunde auch egal sein, denn sie muss hetero sein. Alles andere ist mir gleichgültig. Was ich machen würde, wenn sie lesbisch wäre? Mich umoperieren lassen. Wie herrlich naiv dieses Mädchen noch ist. Aber sowas mag ich an Frauen. Dann kann ich sie nämlich leichter beeinflussen und kann mir überlegen, was ich mit ihr mache. Ich kann sie ausnutzen. Anders kann man es wohl wirklich nicht nennen, aber was soll ich auch sonst machen? Sie bietet sich geradezu an. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass sie sich nicht zu dumm anstellt und wirklich versteht, was sie tun muss. Ich will doch nur, dass sie William klar macht, was für ein lieber Kerl ich bin und dass ich es bestimmt nicht böse mit ihm meine. Ich könnte schon wütend werden, dass ihm das überhaupt noch jemand sagen muss. Aber wenn ich daran denke, wie wir auseinandergegangen sind, brauche ich wohl jeden Zuspruch. Damals war er so wütend auf mich, weil ich mit ihm geschlafen hatte und er die ganze Zeit nur an seinen komischen Utterkater denken konnte. Danach war ich wütend, aber er genauso sehr. Er wollte mich nie wiedersehen und hat mich einfach weggeschickt. Auch wenn ich immer wieder versucht habe, mit ihm zu reden und ihn davon zu überzeugen, dass ich eigentlich ein netter Kerl bin und ihn liebe, er wollte es einfach nicht hören. Er wollte mir nicht zuhören. Und er war so verbohrt, weil er nur an diesen toten Idioten denken konnte, der ihm doch nur seine Lebensfreude genommen hat. Weil William nur noch an diesen Utterkater denken konnte, hat er überhaupt nicht mehr an sein Leben gedacht. Dabei hätte ich ihm alle Liebe gegeben, die ich jemals einem Mann hätte geben können. Das erste Mal, dass ich in jemandem mehr gesehen habe als nur ein Stricher. Aber er wollte mich ja nicht. Er wollte mich nicht haben, und das war sein Fehler. Ich hätte ihm das Leben geben können, und wenn ich daran denke, dass dieser Utterkater es schon wieder auf ihn abgesehen hat und mir schon wieder den Mann wegnehmen will, den ich liebe, dann könnte ich ausflippen. Was fällt dem Kerl denn ein? Dabei könnte ich William so viel Liebe geben. Mittlerweile sammelt sich in mir schon die Liebe aus zwei Leben für ihn an. Das sollte doch reichen, oder nicht? Müde lasse ich mich an Bord auf einen Liegestuhl sinken und schließe meine Augen. Wie sehr wünsche ich mich zu seinen weichen Lippen, aber ganz besonders in sein Bett.
Jeder hält mich für den Bösen, was ich durchaus verstehen kann, weil ich die Liebe zwischen ihm und Utakata zerstören will. Aber ich meine es doch nur gut mit ihm. Utakata hat ihm schon einmal das Herz gebrochen. Und er wird es wieder tun. Warum versteht das denn keiner? Als ich seine Stimme höre, schrecke ich zusammen. Geht's dir nicht gut? Flüstert William leise und ist selbst ziemlich blass um die Nase. Ich sehe ihn besorgt an und würde ihn am liebsten in meine Arme zerren. Dorthin, wo er gehört. Nämlich zu mir. Sanft sehe ich ihn an und schüttel den Kopf. Nein, es geht mir gut. Ich glaube, die Seeluft hat noch ein paar Auswirkungen auf mich, obwohl ich noch nie Sankt Seekrank geworden bin. Aber ich habe beim Mittag nicht sehr viel runterbekommen. Und wie geht's dir? Du bist auch ganz schön blass. William lächelt und zuckt mit den Schultern. Ich glaube, wir sollten beide was essen. Ich bin nämlich auch noch nicht dazu gekommen. Ich war erst so sehr beschäftigt, dass ich mich nicht dazu gekommen bin, ebenfalls was zu essen. Von daher könnten wir uns zusammen was suchen. Den Weg in die Küche kenne ich nämlich ziemlich gut. Blinzelnd sehe ich ihn an und sofort schlägt mein Herz schneller. William, wie gern würde ich an dir rumnaschen. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Dann wird er von allein auf mich zukommen. Dennoch lächle ich und nicke dann, denn ich möchte so viel Zeit mit ihm verbringen wie nur möglich. Ich will in seiner Nähe sein und herausfinden, ob er meine Liebe irgendwann nicht vielleicht doch erwidern könnte. Ganz von allein, vollkommen ohne irgendwelche Tricks. Ich erhebe mich und sehe ihn glücklich an. Also gut, dann gehen wir mal in die Küche. Aber meinst du nicht, dass wir da ein bisschen Ärger bekommen? Kann doch sein, dass dein Chef uns erwischt. Dann möchte ich lieber nicht in deine Haut stecken. William muss leise lachen und zuckt mit den Schultern. Ich glaube, mein Chef ist gut beschäftigt. Der steht nämlich auf meine Kollegin, habe ich das Gefühl. Er folgt ihr wie ein sabbernder Hund überall hin, wo sie nur hinläuft. Das kann mir schon Sorgen machen, weil er wirklich zum Stalker wird. Ich habe ihn schon hinter ihr herlaufen sehen. Daher weiß ich, dass er gerade nicht in der Küche ist. Und solange der Kerl nicht da ist, können wir machen, was wir wollen. Verdammt. Wenn er wüsste, was ich gerade von ihm will...